So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist ein bisschen kalt, es zieht, es ist windig, aber kurze Hose muss sein. Wir stehen jetzt hier am Mittwoch beim Friedhof. Ist wieder mal eine blöde Arena. Ich habe jetzt hier außen mich hingestellt. Hier ist ein fetter Zaun. Da drin ist der ganze Friedhof, das Friedhofsgebäude, die Trauerkapelle, alles andere. Da darfst du ja nicht rein, da darfst du ja nicht filmen. Ich versuche euch also gleich hier irgendwo an den Zaun zu hängen. Und wir wollen natürlich wieder einen Community Raid machen, denn Raid Boss Wechsel hat stattgefunden. Kaboriki ist raus. Registeel ist drin. Seit 0 Uhr kann man auch Krypto Registeel von Giovanni bekommen. Es gibt eine neue Rocket Forschung. Alles weitere könnt ihr eigentlich in eurem Heute-Tab im Spiel selber nachschauen. Ich versuche jetzt mal erstmal hier drauf zu stellen, damit ich euch was vorlesen kann. So, zwar das ist in-game, das ist die Arena in-game, diese gelbe Arena. In 5 Minuten geht hier der erste Raid auf. Das ist der erste Raid, der nach 11 Uhr in Hildburghausen aufgegangen ist dann. Friedhofskapelle mit Registeel. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn ihr mal nicht wisst, ob gerade ein Event läuft oder so, geht auf euren Heute-Tab. Wenn ihr gerade nicht diese komische Forschung hier habt, also dieses komische Kampfticket, dann seht ihr, dass immer noch das Hochspannungsevent 4 Tage läuft und jetzt auch die Team Go Rocket Übernahme dabei ist. Ganz wichtig, wenn ihr ein gutes Krypto-Pokémon habt mit Frustration, verlernt Frustration mit einer Lade-TM. Ihr braucht keine Top-Lade-TM, eine normale Lade-TM, Frustration weg, ist auf jeden Fall genial und macht natürlich ein paar Rocket-Rüpel oder so, es gibt wieder coole Pokémon, alles andere habt ihr ja in den Infovideos erfahren. Ich stehe jetzt hier, ich muss jetzt mal schauen, wen wir einladen. Ich habe nämlich im Community-Tab wieder eine Konda-Grafik gepostet zu Registeel. Das Ding ist ja vom Typ Stahl, hat also Schwächen Boden, Kampf und Feuer. Hier steht Mindestanzahl 3 Spieler, der ist ein bisschen fett und schluckt was. Allgemeine Konda haben wir hier natürlich auch, Reshiram drin mit Kreuzflamme, was ja der Move ist, den er als letztes im Raid hatte. Terrakium mit Sanktoklinge, auch mit im Prinzip Legacy Move. Dann Keldeo, würde ich aber gar nicht empfehlen, hat bestimmt keiner gepusht. Lucario, wer da einen 100er hat, hat das bestimmt eh schon ewig auf 40 oder 50 gezogen, gerade auch für die Rocket Rübel. Dann hier Skelabra, Flampivian oder wenn ihr auf Krypto oder Mega ausgeht, habt ihr hier Mega Logok, Mega Glurak, Krypto Lavados, Krypto Machomai, Krypto Entei, den habe ich so gut wie noch nie irgendwo gesehen oder auch Mega Simsala mit Kampfattacken. Ich werde einfach mal gucken, was es vorschlägt. Am liebsten nehme ich ja immer Kampf, vielleicht eine kleine Machomai-Armee, dafür hat man die, kommt immer wieder zum Einsatz. 13,98 ist das 100er, 17,48, merken wir uns also 14 und 17,50, das ist ganz grob. Hier habe ich den gepostet, 12 Leute steht hier, beziehungsweise ein Kommentar ist auch noch von mir. Wir gucken mal, die ersten 10, die sich eingetragen haben, ist Jenaya, Andy Project, Prinzessin, Henry, Niki, Miku und auf dem anderen Ichudomo, Badhead, Trainer Sir Ups, Holmes, Sherlock und Hikaru. Die 10 Leute werde ich jetzt einladen zu diesem Raid, der aber erst in 2,5 Minuten aufgeht. Da ist er kurz gehüpft und jetzt bastle ich euch erstmal an den Zaun. So, 15 Sekunden sind noch. Wir können ja mal kurz auf die Arena drücken, wer überhaupt da drin ist. Zappel sehe ich da, Mule sehe ich da, Unsere Sache sehe ich da, Kio was Lolo sehe ich da. Schnurzelpuh sehe ich da und hinter dem fetten Heidera ist noch irgendwas, was ich jetzt nicht erkannt habe. Es ist 11.09 Uhr, für 11.10 Uhr habe ich den angesetzt. Ihr hängt am Zaun, ich habe einen neuen Hintergrund, sieht das nicht genial aus? Ich drücke jetzt aber hier schon mal drauf, hier auch. Ich hoffe, es passt, ich hoffe, die Namen sind noch in der Zwischenablage. Das gebe ich ja immer ein. Jetzt muss ich schauen, dass ich das erst wieder als private Gruppe macht, die ich nach dem Einladen dann wieder öffentlich stelle, damit keine Fremden euch die Plätze wegnehmen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Wind ist, ob man den sehr hört. Jetzt ist es 11.10 Uhr. Gut, ich schmeiße jetzt schon mal die Pässe ein. Private Gruppe. Rad, Grün, Taub. So, drücken einmal hier, drücken einmal da. Haben die 5 auf dem einen, das machen wir bei dem anderen jetzt auch.
So, alle 10 sind eingeladen. Hier schlägt es mir auch schon Logok vor, was ich eigentlich jetzt hier auch mega entwickeln könnte. Regiram, 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 Lavados und Matze. Ne? Wenn ihr auch Matze habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bei dem anderen habe ich hier Hariyama, Logok, Machomai, Hariyama, Skelabra, Machomai. Passt also von den Vorschlägen auf jeden Fall. Kampf und Feuer, alles vertreten. Es sind jetzt 11 drin. Müssten 12 sein. Jetzt sind wir 13. Ich mache es jetzt mal öffentlich. Ist nämlich schon mehr drin, als drin sein sollte. Wenn ich mit 2 Accounts 10 einlade, sind wir 12. Mal gucken, wer noch dabei ist. Henry in Faxe rät Erik. Grüße gehen raus. Hegeltussi. Grüße gehen raus. Blood and Tears. Super Sani. Ramses der Dichte. Oh, es zieht und die Blätter rascheln rum. Beziehungsweise wollte ich ja eigentlich eine Machomai-Armee nehmen. Ich kann einfach mal Macho eingeben. Mir 2 Krypto nehmen. Ja gut, es ist nicht gepusht. Und die anderen jetzt. So. Denn ich bin immer noch Vertreter der alten Schule. Ich habe immer noch gesagt, wenn man irgendwas braucht, welche Pokémon sollte man hochziehen? 6er Machomai-Team, 6er Despotar-Team. Hat man so oft genutzt für so viele Dinge. Gerade früher gab es immer die legendären Vögel in den Raids. Das waren die ersten legendären mit. Hat man immer Steine drauf geworfen. Deswegen hat man immer Despotar genommen. Auch dann mit Katapult, Steinkante. Hat auf jeden Fall ordentlich gesessen. Ich spiele immer noch gerne Machomai, weil das auch ein Pokémon ist der ersten Generation. Dazu habe ich Bezug, das passt. Hier kann ich Wuchtschlag und Kraftkoloss auswählen bei dem Hariyama. Das ist sogar ein Krypto, deswegen hat er das genommen. Aber egal, wir sind jetzt 14 Mann, das dürfte gut sein. Gut passen. Waren wir nicht gerade 15? 12? 13? 14? Eigentlich müssten wir sogar 16 sein. Weil 4 Bonusspieler waren in der Lobby. Wenn wir 12 sind plus 4 Bonusspieler, dann sind das 16. 15 standen nur da und jetzt haben es nur 14 in den Kampf geschafft. Das ist schade. Nächstes Mal ziehe ich meine Jacke aus, die ist viel zu dunkel. Steht an dem T-Shirt hier, dass alles abstirbt. So. Habt ihr euch den Wert gemerkt? 1400 und 1750 habe ich gesagt. Und es ist 1362, das ist noch relativ weit an den 1400. So, hier mal fix durchdrücken, hier lasse ich die Belohnungen durchlaufen. 1376 ist es auf dem Kleinen. Faxe, Andy, Blatt, Trainer, Sir Ups, Ramses der Dicke, letzter Angriff. Versuchen wir es mal zu fangen. Leider kein Shiny, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Habe ich ja genügend. Ich muss Bonbons sammeln, was ich am besten heute in der Raid Mania mache abends. Das stecke ich mal ein. Das lege ich mal hier drauf. In der Hoffnung, dass es dann immer noch da ist. Jetzt schauen wir mal, wie wir den fangen können. Alter, wieso sehe ich immer so aus wie so ein Holzrusse? So, das war nix. Aber das war auch nur der erste. 5 Minuten. Nimmt es schon auf. Hat auf jeden Fall einen mega großen Kreis, wie man sieht. So, der dürfte reichen. Ab jetzt den Kreis nicht mehr verstellen. Ihr könnt ihn natürlich mit dem Handtippen einstellen, aber ich stelle ihn immer ein, während ich werf und dann halt nicht mehr. Jetzt nur noch, wenn er angreift, kurz curven, draufhalten und dann müsste das eigentlich funktionieren. Genügend Bälle sind da. Ist wenigstens ein Pokémon, was keine Rückwärtssaldos macht. Was nicht nach links geht, was nicht nach rechts geht, finde ich zum Fangen auf jeden Fall optimal. Da fand ich Kaburigi schon wieder mega nervig, weil der ist einfach ein Klotz. Der steht einfach in der Mitte. Ihr wartet einfach immer auf den Angriff, werft in den Angriff rein. Wenn er mit dem Angriff fertig ist, sollte euer Ball auftreffen, dann kann er den gar nicht abwehren. Dann braucht ihr auch nicht so viel Geduld. Dann passt das eigentlich in den meisten Fällen richtig gut. So, 3 Sterne hat er trotzdem. Können wir ganz kurz reingucken hier. Registil. Vielleicht noch ein S hinten dran. Das ist das 100er, was ich mir damals ertauscht habe von Ivar Soft.
Aiwa Soft hat den rübergetauscht, das ist das 100er, das möchte ich hochziehen, das möchte ich maxen, habe 223 XL, das heißt, heute Abend werde ich die wohl schaffen, voll zu machen in der Raid Mania und tausche weiterhin Regi Eis bei Glücksfreunden, damit ich das Regi Trio auch voll habe, beziehungsweise das Quattro, weil Regi Gigas ist ja auch da. Das nehme ich wieder mit. Euch nehme ich auch wieder mit, euch ziehe ich jetzt einfach hier raus. Jetzt halte ich euch so vor mich. Fragt natürlich nochmal, habt ihr schon Shiny Registeel? Freut ihr euch auf Registeel? Werdet ihr Registeel-Raids machen? Oder sagt ihr, interessiert mich gar nicht, ich mache lieber den aktuellen Mega-Raid-Boss? Das müsste jetzt, glaube ich, schon Mega-Gengar sein, genau. Für mich nicht mehr interessant, aber wer den noch gar nicht hat, kann man mitnehmen, ist auf jeden Fall auch ein nützliches Pokémon. Ansonsten schreibt mal rein, ob ihr was Gutes hattet, ob ihr dabei wart, wer gefehlt hat. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich gehe heim, ich schneide Video, ich lade hoch. Wir sehen uns heute Abend 18 Uhr in der Raid Mania. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.